Wir fangen jetzt erstmal an. Und zwar, heute habe ich Gerne. Patrick Breyer von der Piratenpartei zu Gast. 44 Jahre oder 45? Ja, kommt's drauf an. Seit 2019 sind Sie Mitglied im Europaparlament und waren sogar Gründungsmitglied für die Piratenpartei in Deutschland. Richtig? Korrekt. Wie kam es dazu zu sagen, komm, wir gründen jetzt eine Piratenpartei Deutschland? Das kommt ja nicht von jetzt auf gleich. Wie war da der Denkanstoß zu sagen, wir gründen einfach mal in Deutschland die Piratenpartei? Ja, die Piraten waren ja zuerst in Schweden sehr erfolgreich und sind da vorgegangen dagegen, dass man einfach die Tauschbörsennutzung und auch Tauschbörsennutzer kriminalisiert hat. Der Name kommt ja daher, dass ja, die Tauschbörsennutzer halt als Piraten verschrien werden. Und wir deswegen die Urheberrechtsgesetze ändern wollen, damit es legal und nicht mehr strafbar ist, eben auch digital übers Netz Musik und Bücher und Filme und so weiter zu tauschen und nicht mehr nur auf DVD oder Kassette wie früher. Und die Piratenpartei ist halt die erste Partei, die wirklich speziell sich mit den Herausforderungen des Informationszeitalters beschäftigt, mit digitalen Themen, mit Nutzerrechten und Grundrechten im digitalen Zeitalter, mit dem Thema Überwachung, mit dem Thema Urheberrecht, wie ich schon erwähnt habe, aber auch mit sozialen Themen, zum Beispiel, was bedeutet das, wenn plötzlich nicht mehr alle Arbeit haben oder einen Arbeitsplatz haben, weil einfach die Technik so weit fortgeschritten ist, dass nicht mehr alle gebraucht werden, braucht es dann so etwas wie ein Grundeinkommen für jeden. Also das sind so Themen, die wir diskutieren und das macht keine andere Partei, diesen Themenschwerpunkt hat auch sonst keine andere Partei. Stimmt. Und deswegen hat sozusagen sowas gefehlt. Deutschland oder allgemein die EU hängt die mit der Digitalisierung hinterher. Wenn wir jetzt mal China anschauen oder Japan, von mir aus auch die USA, sind wir da deutlich hinterher. Was die Infrastruktur angeht, auf jeden Fall. Gerade bei der Mobilfunknetzabdeckung ist die Situation katastrophal, aber auch bei dem Zugang zu schnellem kabelgebundenen Internet ist in manchen Regionen überhaupt nicht möglich. Gibt es, wenn überhaupt, dann nur sehr langsames Internet oder man muss ewig warten, bis man überhaupt einen Internetanschluss kriegt. Internet muss eigentlich heute zur Grundversorgung gehören und ja, die Bundesregierung in Deutschland ist das nur völlig halbherzig umgesetzt, während in anderen Staaten, selbst in Skandinavien, die ja sehr weit verstreut sind, man wirklich überall ein Recht auf einen schnellen Internetanschluss hat. Und Das ist bei günstigeres uns, Internet. genau, ja, das ist bei uns bis heute nicht umgesetzt. Und wo wir natürlich auch weit hinten liegen, ist wirklich bei der Nutzung digitaler Bürgerdienste. Das ist bis jetzt kaum möglich und kaum verbreitet, weil viel zu umständlich, weil nicht datenschutzfreundlich, weil man Leuten davon abraten muss, sowas wie den elektronischen Personalausweis zu benutzen oder jetzt, wie es geplant ist, sogar über das Smartphone noch. Ja, deswegen liegen wir da sehr weit hinten auch bei der Nutzung digitaler Bürgerangebote. Das stimmt. Also wenn ich bei mir daran denke, ich zahle 50 Euro für meinen Vertrag und habe nicht mal überall eine LTE-Abdeckung. Ist da nicht irgendwo vielleicht die deutsche Politik mal wirklich stärker gebunden, mit den verschiedenen Anbietern irgendwie was zu regeln oder von mir aus auch drastisch zu sagen, einfach wir verstaatlichen einige Unternehmen? Wäre das vielleicht eine Idee oder würde dann die Bundesregierung auch dahin weitergehend verzweifeln? Mit der Netzabdeckung im Allgemeinen. Der richtige Weg ist, das zur Grundversorgung zu deklarieren. Das heißt, jeder hat ein Recht auf schnelles Internet, auf Netzabdeckung im mobilen Internet. Und die Kosten, die dafür den Netzbetreibern entstehen, die müsste man dann halt auf alle Nutzer umlegen. Das wäre der richtige Weg.
Stattdessen ist aber man bisher eine völlig andere Weg gegangen, nämlich aus Gründen der Industriefreundlichkeit und des Lobbyismus hat man quasi immer nur gefördert, die Anbieter, weil man unterstützt sie irgendwie dabei, mal das Netz auszubauen. Das funktioniert überhaupt nicht. Man muss hier echt gesetzlich verpflichten zu einer ordentlichen Abdeckung und die Kosten muss dann tatsächlich auch, müssen dann alle Nutzer tragen. Das ist so. Das wird natürlich teurer. Aber wir brauchen das heute. Es geht im Informationszeitalter nicht ohne ordentliche Infrastruktur. Das stimmt. Sie sind Jurist und 2004 zum Richter ernannt worden. Ist das richtig? Ja, genau. Ich bin hier in Schleswig-Holstein als Zivilrichter tätig. Das heißt, da geht es dann um zivilrechtliche Streitigkeiten, um Miete, um Autounfälle und so weiter und so fort. Hat also jetzt nicht direkt mit meiner politischen Arbeit zu tun, aber es hilft einfach, weil man ja als Richter Gesetze anwenden muss. Und jetzt im Europäischen Parlament schreibe ich ja selber auch an Gesetzgebung mit. Und das hilft halt einfach, dann versteckte Formulierungen zum Beispiel zu erkennen oder man weiß, wie man Gesetze ändert. Also dabei ist es natürlich schon nützlich. Wie kam dann der Weg vom Jurist in die Politik? Wie war der Werdegang? Also während meines Jurastudiums bin ich ja überhaupt erst zum Datenschutz gekommen, weil mein Doktorvater, bei dem ich über das Thema Vorratsdatenspeicherung promoviert habe, der hat mich einfach interessiert für das Thema Datenschutz. Der war ehemals hessischer Landesdatenschutzbeauftragter. Und da habe ich gesehen, wie wichtig das eigentlich für unsere Freiheit ist, dass wir nicht ständig beobachtet und verfolgt werden. Denn diese Schere im Kopf führt dazu, dass man sich nicht mehr frei verhalten kann. Und ich habe dann, damals war das Thema sehr aktuell, Vorratsdatenspeicherung, habe ich eben nicht nur meine Dissertation zugeschrieben, sondern auch mich politisch engagiert, damals im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, der sehr große Demonstrationen und Massenverfassungsbeschwerden organisiert hat, gegen dieses Vorhaben wirklich unsere persönliche Kommunikation, unsere Kontakte, unsere Bewegung ohne Anlass von jedem Bürger einfach mal auf Vorrat zu erfassen. Das ist ein unglaubliches, unsägliches Vorhaben, was mich da politisiert hat. Und ja, dann als sich die Piratenpartei gebildet hat, bin ich da beigetreten, weil das eine Partei war, die sich speziell auch um Menschenrechte im digitalen Zeitalter einsetzt, für die das nicht verhandelbar ist. Und das hat mich geärgert bei anderen Parteien, die sich das ja auch oft gern auf die Fahne schreiben, dass wenn sie in Regierungsverantwortung sind, dass das dann plötzlich nichts mehr zählt, immer nur in der Opposition. Und ich denke, das kann bei der Piratenpartei nicht passieren, weil das einfach unser Kernthema ist. Das stimmt, drüben bei den Tschechen. Ich hatte ja vor ein paar Wochen mit Sebastian Eicher, mit ihrem Parteivorsitzenden, zum Glück auch ein Interview geführt. Das sagte drüben bei den Tschechen mit der Piratenpartei. Das ist gefühlt das Einzige, was bei denen auf der Agenda steht, zumindest im nationalen Bereich, mit der Digitalisierung und den ganzen Rechten, was da verbunden ist. Ich würde da gleich mal weitergehen. Von 2012 bis 2017 Landtagsabgeordneter in Schleswig-Holstein. Erstmal Glückwunsch dazu, das muss man auch erstmal schaffen. Sie sind ja ne, oder die Piratenpartei ist ja allgemein eine kleine Partei. Warst du alleine im Landtag oder hast du noch Kollegen gehabt? Nee, wir waren da tatsächlich zu sechst im Landtag. Die Piratenpartei ist ja auch in Deutschland sehr erfolgreich gewesen. Ich erinnere mal an die Zeiten, wo wir in Berlin zuerst ins Landesparlament, ins Abgeordnetenhaus eingezogen sind und danach noch in drei weiteren Bundesländern, außer Schleswig-Holstein, auch Saarland und Nordrhein-Westfalen. Und in den Umfragen lagen wir zeitweise sogar zweistellig. In den tatsächlichen Wahlergebnissen waren es dann doch auch deutlich über 5%. In Schleswig-Holstein waren das dann sechs Mandate, also sechs Abgeordnete für die Piraten, die da eingezogen sind. Wir konnten eine eigene Fraktion eben auch bilden. Ich war dann zeitweise auch Fraktionsvorsitzender. Genau. Und wir haben da halt unermüdlich wirklich an digitalen Themen gearbeitet und die auch zum Thema gemacht, was sonst gar nicht passiert wäre. Und auch übrigens nicht nur digitale Themen, sondern auch Themen wie Transparenz. Wie kann es sein, dass die Parlamentsgremien hinter verschlossenen Türen tagen, der Ältestenrat, Themen wie Demokratie? Wir haben vorgeschlagen, die direkte Demokratie zu erweitern und es leichter möglich zu machen, auch Volksabstimmungen anzustoßen. Wir haben Themen behandelt wie
auch Anregungen, die einfach von außen kamen. Ich erinnere mich an eine Vorlage zum Thema Friedhofszwang für Urnen. Sollte man mehr Rechte bei der Bestattung haben? Und das kam über ein System rein namens Open Antrag, wo wir einfach Bürgern ermöglicht haben, Anregungen an uns in einem öffentlichen System einzuspeisen. Und auch darüber kamen Anregungen rein zu Themen, die sonst nicht so klassische Piratenthemen sind. Aber allen ist gemeinsam, dass es Themen sind, die sonst überhaupt nie angesprochen worden wären, so in der etablierten Politik, wo wir Piraten einfach eine Bereicherung geworden sind. Wir konnten auch aus der Opposition heraus erstaunlich viel erreichen, weil es in Schleswig-Holstein so eine politische Kultur gab, dass man sich auch Vorschläge aus der Opposition angeguckt und ernst genommen hat. Anders als jetzt im Bundestag oder in anderen Parlamenten, konnten wir einige Sachen auch tatsächlich umsetzen lassen, jetzt gerade beim Thema Transparenz oder beim Thema direkte Demokratie. Ja, wir haben eine ganze Broschüre davon, Piraten wirken, was wir erreicht haben in Schleswig-Holstein. Die Frage mit direkter Demokratie mehr so nach Schweizer Vorbild, sprich, die schlagen was vor, beschließen das und dann bekommt jeder wahlberechtigte Bürger einen Brief und sagt, ja, das wollen wir oder nein, das wollen wir nicht. Ist es mehr so das, was dir speziell dann im Kopf durchging mit direkter Demokratie oder wie sah es bei dir aus? Also es gibt ja in den Bundesländern, in fast allen, auch schon direkte Demokratie. Das heißt, wenn man ein Gesetz ändern will, kann man Unterschriften sammeln, braucht man ziemlich viele. Dann wird der Landtag erstmal darüber entscheiden, ob er das freiwillig annimmt oder vielleicht in Verhandlungen geht mit der Initiative über einen Kompromiss. Wenn das nicht passiert, dann kann man nochmal mehr Unterschriften sammeln für eine Volksabstimmung. Ja? Mit sehr vielen Unterschriften kommt es dann tatsächlich zu einer Volksabstimmung über den Gesetzentwurf und das kann dann auch gegen den Willen des Landtags Gesetz werden. Und das ist total wichtig, weil die Parlamente und die Abgeordneten teilweise in einem Interessenskonflikt stehen. Denk daran, wenn es um Diäten geht zum Beispiel, haben die natürlich einen Interessenskonflikt. Aber auch, weil halt allgemein die Parlamente überhaupt nicht immer den Willen der Menschen vertreten, überhaupt nicht immer die Interessen der Bürger, der Öffentlichkeit, der großen Mehrheit, sondern leider oft halt auch Industrieinteressen, die Interessen der Finanzkräftigen, die Interessen von bestimmten Interessensgruppen setzen sich in der Politik oft durch. Und die direkte Demokratie dient halt dazu, dass man in besonders wichtigen Fragen eben auch den Willen der Mehrheit durchsetzen kann, auch gegen ein Parlament. Und ein solches Instrument hat natürlich auch eine vorbeugende Wirkung. Wenn allein die Abgeordneten schon sehen, es könnte ein Referendum geben, müssen sie natürlich viel ernster nehmen, was die Bürger tatsächlich wollen. Die Schweiz ist sicherlich ein Vorbild in vielerlei Hinsicht, weil es da ganz regelmäßig Abstimmungen gibt, weil die Leute da übrigens auch sehr verantwortungsbewusst abstimmen in aller Regel. Ein Manko ist allerdings, dass da die Grundrechte auch zur Di Disposition stehen in Volksabstimmungen. Das heißt, diese Abstimmungsergebnisse können auch Grundrechte ändern oder dagegen verstoßen. Das ist ein Problem, was halt auch von populistischen Parteien teilweise ausgenutzt wird. Stichwort Minarettverbot und ähnliches. Also da würde ich es anders regeln, dass nämlich auch Volksinitiativen und Volksabstimmungen sich nicht gegen Grundrechte und Das Minderheitenrechte stimmt. verstoßen dürfen. Das stimmt. Da hat letztens ein Freund von mir gesagt, Deutschland hat jahrelang für seine Grundrechte gekämpft. Also sollte sowas kommen, darf sowas definitiv nicht passieren. Ich habe mir eine ziemlich hohe Summe aufgeschrieben. 75.159,18 € haben sie auf dem Spendenkonto überwiesen mit dem Verwendungszweck Absenkung Neuverschuldung. Was wurde damit gemeint? Ja, es war so, ich war ja in Schleswig-Holstein als Landtagsabgeordneter teilweise auch Vorsitzender der Piratenfraktion. Und obwohl die Landtagsabgeordneten schon sowieso eine sehr hohe Diät bekommen haben, Wie ja, ich hoch? weiß nicht, ob 6.000 oder 7.000 € im Monat waren, das ist quasi so hoch, wie sonst nur 1 oder 2% der Bevölkerung verdienen. Ja, also extrem privilegiert.
hat man trotzdem noch eine Zulage gezahlt an die Fraktionsvorsitzenden und die parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen, sodass die dann insgesamt irgendwie auf 13.000, 14.000 Euro gekommen wären im Monat, also ein Wahnsinn. Und wir haben gesagt, diese Zulagen sind eine Katastrophe, denn sie führen zu einer Verkrustung. Das heißt, Leute bleiben auf ihrem Posten nur deswegen kleben, weil sie sich an so einen hohen Lebensstandard gewöhnt haben. Mhm. Und die sind dann im Zweifelsfall auch bereit, gegen ihre eigenen Werte und Überzeugungen zu verstoßen, nur um diesen Posten zu behalten. Wir wollten, dass alle Abgeordneten gleich da bezahlt werden und nicht irgendwie besondere Positionen privilegiert werden. Und weil die anderen das abgelehnt haben, haben wir einfach gesagt, okay, dann gehen wir mit gutem Vorbild voraus und zahlen diese Diätenzulagen einfach zurück. Und ich habe dann diese Zulagen in Höhe von über 70.000 Euro an das Land zurücküberwiesen, weil ich gesagt habe, die Bürger brauchen es dringender. Wir können dieses zurücküberwiesene Geld verwenden für Lehrer, für Polizeibeamte, um Löcher in den Straßen zu reparieren oder um kaputte Schultoiletten zu reparieren. Also es gibt so viele wichtigere Zwecke, als dass jetzt hier Fraktionsvorsitzende über 12, 13, 14.000 Euro verdienen müssen. Ich finde auch, dass Abgeordnete abheben, wenn sie finanziell einfach so privilegiert und besser gestellt werden. Es ging da auch in einem Streit um das Thema Dienstwagen. Die Fraktionsvorsitzenden aller Fraktionen haben sich einen Chauffeur selbst genehmigt, der sie da rumfährt. Da haben wir auch als einzige Fraktion drauf verzichtet, weil wir sagen, das Geld sollte eingespart und sinnvoller benutzt werden. Ich glaube, dass wenn man sich da irgendwie durch die Gegend chauffieren lässt, kann man gar nicht mehr nachvollziehen, wie die Situation im Land, auf den Straßen, die Verkehrslage ist. Und genau das sind ja Themen, wofür das Land eigentlich zuständig ist, nämlich, dass der Verkehr funktioniert. Und wir wollten nicht so abgehoben und privilegiert sein. Übrigens, witzig ist, dass nachdem wir nicht wieder in den Landtag gewählt wurden, bei der darauf folgenden Wahl, ist leider die AfD eingezogen, die ja oft sich auf die Fahnen schreibt, gegen Politbonzen und so weiter zu sein, die aber sehr wohl die Diäten ohne irgendwas zurückzuzahlen annehmen und auch einen Dienstwagen annehmen. Ja, also man sieht, dass wenn die versprechen, irgendwie gegen etablierte Politik zu sein, dass das in Wahrheit, wenn es an ihre eigenen Privilegien geht, überhaupt nicht eingelöst wird. Es geht am Ende dann nur noch ums Geld, wie man so schön sagt dann. Die Sache ist, 7.500 Euro sagtest du, kriegst du als Landtagsabgeordneter. Findest du, das ist trotzdem zu viel Geld oder zu wenig Geld für die Arbeit, die du im Landtag geleistet hast? Aus meiner Sicht ist es so, die Abgeordneten sollten nicht so viel bekommen, dass sie abheben und gar nicht mehr nachvollziehen können, wie es Normalverdienern geht, die natürlich auch schon auf ihre Einkommen gucken müssen. Außerdem, wenn Abgeordnete so viel mehr verdienen als vorher in ihrem Job, dann ist, wie gesagt, die Gefahr gegeben, dass sie kleben bleiben an ihrem Stuhl, dass sie alles tun, nur um wiedergewählt zu werden und dieses hohe Gehalt weiterhin zu bekommen. Das ist nicht gut, weil man dann gegen eigene Überzeugungen zu verstoßen in Versuch geraten kann. Deswegen finde ich, dass eigentlich Abgeordnete ungefähr so viel bekommen sollten wie die Bürger normalerweise, wie die meisten Bürger, wie es im Durchschnitt der Fall ist. Wir sollen ja letzten Endes die Bürger vertreten als Abgeordnete und als Volksvertreter sollte man halt auch ungefähr dann so viel verdienen wie Bürgerinnen und Bürger. Stimmt. Jetzt bist du ja im Europaparlament. Wie schaut's da aus? Hast du da einen Chauffeur? Also ich habe gerade so die Spiegelreportage von Martin Sonneborn im Kopf, wie er mit Dustin Hoffmann, der dann sagt, fahr mich mal bitte dorthin hin. Ist das bei dir auch so oder ist das bei dir alles ein bisschen entspannter? Also wir haben keinen Chauffeur, aber wenn wir dienstlich unterwegs sind, kann man unter bestimmten Umständen
so einen Fahrdienst des Parlaments nutzen, ja. Beim Europaparlament ist ja besonders absurd, dass es einen Sitz sowohl in Brüssel als auch in Straßburg hat und Genau. dann regelmäßig hin und her fahren muss. Einige machen das mit dem Zug, andere sogar tatsächlich mit Dienstwagen, also Wahnsinn. Andere mit Flugzeug übrigens auch, ja. Also Ja. dienstlich bedingte Reisen kann man sich erstatten lassen. Das kann auch. Wir haben ein Bahnticket, wo wir halt die Bahn Card 100 irgendwie überall mit der Bahn hinfahren können. Wir können unter Umständen eine gewisse Anzahl von Flügen erstattet bekommen, wenn die mit dem Mandat zusammenhängt. Ja? Also Ja. das finde ich in einem gewissen Maße noch gerechtfertigt, wenn man das wirklich auch nur nutzt dafür, um Veranstaltungen zu besuchen, um mit Bürgern zu reden. Dann sollten die Fahrtkosten jetzt nicht kein Hinderungsgrund sein. Ja? Also das finde ich noch gerechtfertigt. Aber diese zwei Sitze des Parlaments, das ist natürlich Irrsinn. Man muss sich wirklich entscheiden, wo das Parlament sein soll. Und dann sollten auch alle Sitzungen da stattfinden. Ja, da habe ich auch dann die Grünen-Politikerin aus Österreich, die war da auch mit zu Wort in der Reportage, die sagte auch, ein enormer CO2-Ausstoß, also quasi alles, was quasi mit Klima zu tun hat, wird durch diese Reise einmal im Monat, glaube ich, ist der Umzug nach Straßburg, ist da im Grunde wirklich für die Katze. Aber du hast gerade auch Wähler angesprochen. Bist du noch ab und zu in deinem Landkreis unterwegs, redest mit den Leuten, fragst die was die beschäftigt, was du denn für die in Europa machen kannst, oder ist das eher selten bei dir? Im Moment in der Pandemie bin ich natürlich ganz viel zu Hause, auch hier, ja. Und ich versuche auch die Öffentlichkeit zu beteiligen an meiner Politik. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, als es darum ging, eine Positionierung zu dem geplanten neuen Plattformregulierung zum Digital Services Act zu entwickeln, habe ich einen Entwurf veröffentlicht im Internet und jeder konnte kommentieren mit einem Tool, wo man halt kollaborativ gemeinsam an einem Dokument arbeiten und Vorschläge machen kann. Es haben auch etwa 10 bis 20 Leute daran teilgenommen. Außerdem stelle ich manchmal auch einfach eine Frage über soziale Medien, über Mastodon, über Twitter, wo ich sage, was haltet ihr davon oder was soll ich diese EU-Kommissarin mal fragen? Habt ihr interessante Fragen für mich, die ich dann auch direkt weitergebe? Ja. Also ich versuche das zu beteiligen. Es ist aber halt in der Praxis so, dass man sehr spezialisiert arbeitet. Das heißt, ich habe sehr spezialisierte Texte, mit denen ich zu tun habe, wo man sich gut auskennen muss, wo man viel Zeit rein investieren muss, um die wirklich zu verstehen. Und da haben wir halt eher zu tun, zum Beispiel mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, auch mit Bürgerrechtsorganisationen, mit Datenschutzorganisationen. Die haben dann halt Leute, die sich da gut genug mit diesen Texten auskennen, um uns da fachlich auch Rat geben zu können. So der normale Mensch wäre da ein bisschen mit überfordert auch. Aber ich versuche halt auch immer zu informieren über meine Arbeit und auch auf Feedback einzugehen, was reinkommt, Sachen zu erklären, Videos aufzunehmen, damit man das möglichst verständlich machen kann. Was auch sehr gut ankommt, sind unsere Abstimmungsgrafiken, wo wir dann halt sagen, wie Ja. haben bestimmte Politiker zu einer bestimmten Frage abgestimmt. Und meistens ist dann immer die CDU und die SPD dafür, irgendwas schlecht zu machen. Ich spreche jetzt mal Artikel 13, Artikel 17 an. Wie geht es da jetzt bei, oder wie war das im Europaparlament mit Artikel 13? Deutschland oder beziehungsweise viele junge Deutsche sind auf die Straße gegangen, haben dagegen demonstriert. Franzosen tatsächlich eher seltener. Wie war das im Europaparlament mit der Abstimmung? Wie muss ich mir das vorstellen? In Deutschland ist es ja so, im Bundestag hast du die große Koalition. Die große Koalition sagt, wir haben die Mehrheit, wir beschließen das Gesetz. Wie läuft es im Europaparlament ab? Musst du da Allianzen bilden oder läuft es da auch so einfach ab wie zum Beispiel im Deutschen Bundestag? Das Europäische Parlament kennt diesen Fraktionszwang nicht und das liegt halt auch daran, dass der nationale Zusammenhalt sehr groß ist. Das heißt, in bestimmten Fragen stimmt man dann eher als Deutscher zum Beispiel ab als Teil der Fraktion X. Es ist so, dass die Fraktionen durchaus auch eine Abstimmungsempfehlung geben, aber je nach Frage ist das nicht verbindlich und ist es auch normal,
dass man unterschiedlich abstimmt. Auch als einzelner Abgeordneter stimme ich ab und zu mal anders ab. Oder als unsere Piratenabgeordneten, wir sind ja vier Piratenabgeordnete im Genau. Europäischen Parlament, stimmen manchmal auch anders ab als unsere Fraktion, zum Beispiel wenn es um Digitalthemen geht, aber auch mal um Energiethemen oder so, wo wir eine andere Meinung haben. Und so war es eben auch bei der Urheberrechtsreform, dass da viele Fraktionen auch sehr gespalten waren. Einige Leute so, andere Leute so abgestimmt haben. Es gab einen riesigen Lobbydruck. Es gab natürlich auch den Druck von der Straße, aber wie du schon sagtest, nur aus einigen Ländern. Da waren die Proteste leider nicht in genug Ländern in Europa, sodass gerade die Abgeordneten aus Frankreich, aus Spanien, aus Italien, aus den südlichen Ländern sehr stark für Uploadfilter waren, weil sie dachten, das hilft der Kultur, das hilft den Kulturschaffenden. Was tatsächlich nicht der Fall ist. Denken die das Aber jetzt auch so, dass es nicht hilft, oder ist es jetzt nur deine Meinung? also das Problem ist ja, dass wenn man den Künstlern, Künstlerinnen helfen will, dann muss man vor allem ihre Rechte gegenüber den Rechteverwertern, gegenüber den Verlagen, gegenüber den Labels und so weiter stärken. Denn das sind die, die hier Lobbyismus betreiben und hinter sowas wie der Urheberrechtsreform stehen. Das ist reines Wunschdenken, dass von irgendwelchen Mehreinnahmen irgendwas ankommen würde bei den Künstlerinnen und Künstlern. Die haben keinen Anspruch darauf. Da steht auch nichts drin. Meine Vorgängerin Julia Reda, die ja damals für die Piratenpartei im Europaparlament war, hat Genau. versucht, noch die Rechte der Künstlerinnen und Künstler zu stärken. Das ist aber weitgehend gescheitert. Das heißt, in Wirklichkeit geht es halt um die Interessen der Unterhaltungsindustrie, um die finanziellen Interessen, die hier geschützt und gepusht werden sollen. Und das geht halt zu Lasten der Nutzer und der Künstler und der Meinungsfreiheit, weil diese Upload-Filter so fehleranfällig sind und auch völlig legitime und legale Inhalte unterdrücken. Jetzt zum Beispiel durch diese enge Zeichenbeschränkung darf man nur noch ganz kurze Zitate bringen. Das kann viel zu kurz sein. Je nach Kontext enthält schon eine Überschrift alleine so viele Zeichen, wie man da jetzt noch zitieren darf. Also das hat wirklich absurde Blüten getrieben und das schränkt halt den freien Informationsaustausch empfindlich ein. Ich habe deiner Büroleiterin versprochen, dass wir das auf eine halbe Stunde kürzen. Deswegen mache ich jetzt noch ein paar schnelle, kurze Fragen, weil du hast danach noch einiges zu tun, wurde mir gesagt. Du hast dir für Europa hast du die Schwerpunkte gesetzt. Zum Beispiel digitale Rechte wie freies Wissen statt Zensur. Wo gibt's Zensur im Internet? Die Zensur jetzt, wenn irgendwie was veröffentlicht wird und was geschwärzt ist oder wenn du einige Artikel nicht findest. Wo gibt's Zensur? Mit Zensur meine ich tatsächlich die Upload-Filter. Die führen zu einer Zensur, weil man bestimmte Inhalte gar nicht erst hochladen kann noch, obwohl sie legal sein können, weil die Filter einfach das legal von illegal nicht unterscheiden können. Transparenz statt Lobbypolitik im Hinterzimmer. Dein Vorsitzender Sebastian hat gesagt, dass er tatsächlich auch für eine Lobbyarbeit ist. Bist du auch dafür oder bist du eher dagegen? Lobbyarbeit und Interessensvertretung ist im Grunde genommen legitim, aber erstens darf es nicht im Hinterzimmer stattfinden im Sinne von, dass keiner davon mitbekommt, sondern es muss transparent sein. Und zweitens, wenn man sich anguckt, wer Lobbyismus macht in Brüssel, und das ist vielleicht die Stadt mit der höchsten Lobbyistendichte in ganz Europa, dann stellt man halt fest, dass es zu 90% die Unternehmens- und Wirtschaftslobbyisten sind, die Politiker treffen und bearbeiten, ja, und eben nur ganz selten tatsächlich mal Verbraucherverbände oder zivilgesellschaftliche Not-Profit, also Nichtregierungsorganisationen. Und das ist halt ein völliges Ungleichgewicht, was da tatsächlich eintritt, einfach weil diese Industrielobbyisten viel mehr Geld und Zeit und Manpower und Einfluss haben, weil da so ein richtiges Karussell läuft, also an Posten zwischen Lobbyismus, Wirtschaftsorganisationen und Politik findet so ein Drehtürwechsel oft statt. Und das ist völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Wenn ich jetzt einen Termin machen möchte, dich besuchen möchte in Brüssel und ich reinkomme, du mich abholst und ich dich frage,
Kannst du mir bezahlte, also in Anführungsstrichen bezahlte Politiker zeigen? Gibt es dort sehr viele oder eher relativ wenige, die sich wirklich verkaufen für Lobbyverbände? Also da muss man sich die einzelnen Abgeordneten ansehen. Einige geben ganz offen an, dass sie nebenher noch für Unternehmen tätig sind. Es gibt sogar welche, bei denen die berufliche Tätigkeit im selben Feld stattfindet wie ihre politische Tätigkeit. Ja, zum Beispiel, wenn jemand als Landwirt im Landwirtschaftsausschuss über Subventionen entscheidet, die er selbst bekommt, ist natürlich klar, dass man plötzlich ein eigenes persönliches Interesse an solchen Entscheidungen hat. Und Ist das aber ist nicht verwerflich. Also für mein persönliches Empfinden muss ich sagen, das ist ja nicht selbst verwerflich. Es ist problematisch, weil man da in einen Interessenskonflikt geraten kann, dass man sozusagen im eigenen privaten Interesse entscheidet und nicht mehr als Vertreter aller Bürger, wie das ja Abgeordnete eigentlich sollen. Deswegen gibt es bestimmte Schutzvorkehrungen gegen Interessenskonflikte, zum Beispiel bei EU-Kommissaren. Aber bei Abgeordneten sind die doch recht schwach ausgeprägt. Ich kann es dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, bei wie vielen solche Interessenskonflikte oder sogar gleichzeitig bezahlter Lobbyismus und so weiter vorliegen. Es gibt da einige Transparenzvorschriften im Europäischen Parlament, aber ja, sehr weitreichend ist das, was da veröffentlicht wird, auch nicht. Dann machen wir jetzt den letzten Punkt, damit ich dich dann wieder arbeiten lassen kann. Corona-Politik in der EU, ging natürlich alles durch die Medien. Die erste klipp und klare Frage: Hat die EU bei der Impfstoffverteilung, Besorgung allgemein verkackt, auf gut Deutsch? Haben wir da wirklich, ja, verkackt? Also ich glaube, dieses Impfstoffmanagement ist ein Desaster gewesen. Richtig ist natürlich noch, dass die EU da koordiniert vorgegangen ist und zusammengehandelt hat. Ja, das finde ich schon richtig. Aber die Verträge waren komplett intransparent. Und vor allem, vielleicht der größte Fehler ist, dass man überhaupt dieses geistige Eigentum, diese Patentrechte einiger Konzerne an den Impfstoffen verteidigt, wo es doch dringend nötig wäre, auch für Länder außerhalb Europas, für Entwicklungsländer, diese Patente freizugeben, sodass Impfstoff eben auch anderswo von anderen Unternehmen produziert werden kann. Natürlich gegen Entschädigung auch der Unternehmen, die es entwickelt haben. Aber dieses Bestehen auf den Patentrechten führt halt zu einer Impfstoffknappheit, die Menschenleben kostet und völlig unverantwortlich. USA hatten ja letztens gesagt, dass sie die Patente freigeben wollen. Glaubst du, irgendwann kommt dann auch mehr Druck von den Amerikanern auf die EU, die sagen, okay, hey, wir geben das jetzt auch frei, die Patentrechte? Oder glaubst du da nicht? Ja, die machen ja schon viel Druck, die Amerikaner, indem sie sagen, wir wären dafür, obwohl auch eben US-Unternehmen ja betroffen sind. Leider Europa verhindert das bisher und es bräuchte eine sehr große Mehrheit, um so eine Freigabe zu erwirken. Und das finde ich halt unverantwortlich, dass hier Profitinteressen über Menschenleben gesetzt werden. Alle Argumente, die dagegen vorgebracht werden, sind nicht tragfähig, denn bei anderen Medikamenten ist es schon längst möglich, sogenannte Generika auch von anderen Herstellern auch sicher durchaus produzieren zu lassen. Und man könnte die Unternehmen, die das entwickelt haben, entschädigen. Das sind für mich alles keine Gegenargumente. Wir Piraten fordern eine Reform des Patentrechts, weil das inzwischen so ausufernd ist, dass es missbraucht wird, dass einzelne Firmen Patente sich nur deswegen registrieren lassen, um andere verklagen und damit Geld abzocken zu können, weil diese Patentrechte so weit gehen, dass letzten Endes Innovation und Forschung und Entwicklung behindert werden. Und das ist ein Exzess des Patentrechts, da gehen die Patentrechte viel zu weit. Und deswegen fordern wir, dass die auf ein vernünftiges Maß zurückgeführt werden. Ursprünglich waren die Patentrechte übrigens auch sehr viel zeitlich beschränkter,
Und in die Richtung müssen wir wieder denken. Andere Sache mit in die Richtung denken. Ist die EU überhaupt noch wettbewerbsfähig gegenüber USA und China? Also jetzt wird ja gerade gegen Belarus werden wieder Sanktionen verhangen durch diese erzwungene Landung. Wenn ich mir dann so Twitter-Feeds anschaue, die sagen, oh mein Gott, jetzt hat Lukaschenko Angst vor uns, er zittert sich schon ein, weil Heiko Maaßen sagt, es gibt Sanktionsspiralen. Kann die EU überhaupt noch ernst genommen werden in der Weltpolitik? Oder täuscht das alles nur? Bei einem Land wie Weißrussland ist Europa tatsächlich so ein wichtiger Partner, dass wir da einen erheblichen Einfluss haben. Gerade wirtschaftlich kann man Staaten schon sehr hohen Schaden zufügen durch Sanktionen. Man sieht es zum Beispiel beim Iran. Man sieht es aber auch bei der Türkei zum Beispiel, der es wirtschaftlich sehr schlecht geht. Aber da ist ja Und Putin, da, nicht Putin, da ist ja Erdogan auch mit daran. Also. ja, Erdogan ist natürlich daran schuld, aber wenn es einem Land wirtschaftlich schlecht geht, dann werden die Menschen unzufrieden. Das ist immer eine Gefahr für Machthaber. Und deswegen sind diese Sanktionen, Wirtschaftssanktionen, schon ein wichtiges Argument. Was jetzt die USA oder China angeht, aus meiner Sicht ist jetzt Macht und militärische oder wirtschaftliche Macht nicht so das Ziel, was für mich ein Ziel an sich ist. Mir ist es wichtiger, Sachen richtig zu machen, als der Erste zu sein. Und ich finde, dass Europa nicht bei allem am weitesten und am schnellsten und sein muss, sondern dass es wichtig ist, dass wir unseren eigenen Weg gehen, unsere eigenen Werte vertreten und dass wir die Dinge ja, richtig machen und uns die Zeit nehmen, die erforderlich ist, um sowas auch zu durchdenken und zu regeln. Also nicht Digitalisierung first, Bedenken second, sondern umgekehrt. Zuerst bedenken und dann machen. Aber es können ja auch einige Staaten ausnutzen, die sagen, oh mein Gott, die Europäer, die handeln viel zu spät oder das dauert zu lange. Dass dann einige Kooperationen, sei es jetzt um Weltraumtechnologie oder allgemein die Infrastruktur, dass Europa dann trotzdem irgendwann weiter hinten angestellt ist, weil die kompletten Staaten müssen erstmal darüber diskutieren, wollen wir das machen und wie wollen wir das. Hat ja auch irgendwo seine Nachteile, oder? Das ist richtig, Europa ist oft nicht handlungsfähig, weil nationale Interessen es blockieren. In der Europäischen Union haben die Regierungen der Mitgliedstaaten noch sehr viel zu sagen. Manchmal gilt sogar das Einstimmigkeitsprinzip und deswegen kommen oft Entscheidungen nicht oder viel zu spät oder zu verwässert zustande. Auf der anderen Seite gibt es auch das entgegengesetzte Extrem, nämlich viel zu schnell und zu undurchdacht zu handeln. Und genau das haben die USA zum Beispiel in der Vergangenheit teilweise getan, mit plötzlichen Kriegseinsätzen, mit weitreichenden Folgen, zum Beispiel in Afghanistan, wo man noch Jahre und Jahrzehnte hinterher dann an den Folgen knabbert. Oder mit dem Irakkrieg zum Beispiel, was ich als fatalen Fehler basierend auf einer Lüge von Massenvernichtungswaffen herausgestellt hat. Also manchmal bin ich auch froh, dass es in Europa länger und vielleicht manchmal zu lang dauert, ist vielleicht manchmal besser, als jetzt hier extrem schnell und impulsiv und undurchdacht voranzupreschen in der Weltpolitik. Wir haben ja auch ein gewisses Ansehen in der Welt. Europa ist ja auch angesehen als ernsthafter Partner, als der an diplomatischen Lösungen, also an einvernehmlichen, friedlichen Lösungen interessiert ist. Und das ist vielleicht auch ein gutes Image und besser vielleicht als das Image des Welt-Sheriffs. Stimmt. Da habe ich jetzt noch eine letzte Frage. Die Piratenpartei steht für Offenheit, Transparenz. Was verdient ein Europaabgeordneter? Ich Frage kann es ich dir auch. jeden. Ja, klar, du, ich kann es dir auswendig gar nicht sagen, aber ich habe das auf meiner Homepage veröffentlicht. Und zwar habe ich da genau über Einnahmen und Ausgaben Rechenschaft gelegt. Und deswegen kann ich dir das jetzt auch online mal vorlesen. Ich werde es dann mit dem YouTube-Video verlinken, die Webseite. Es ergibt sich ungefähr ein Nettoeinkommen von 7.200 Euro, steht da. Zu viel oder zu wenig? Auch nochmal die Frage. Meines Erachtens sollte sich das Einkommen eher an dem Durchschnittseinkommen der Bürger orientieren Okay. und wäre dann deutlich geringer.
Obwohl Europa als Europaabgeordneter nochmal mehr Verantwortung hat, wie ich jetzt als einfacher Koch in der Kneipe. Das ist vollkommen richtig, dass das so ist. Aber wenn ich mir angucke, wie werden zum Beispiel Pflegekräfte bezahlt, wie werden Erzieher bezahlt, dann finde ich, dass das Gehalt allgemein mit der Verantwortung nicht so viel zu tun hat. Abgeordneter sollte aus meiner Sicht kein Beruf sein, sondern eine Berufung, wo man auf Zeit Verantwortung übernimmt. Und ich finde, diese Zeit sollte nicht zu lange sein, weil da eine zunehmende Entfremdung eintritt. Und um halt auch diese Rotation offen zu halten, diesen Wechsel offen zu halten, ist ein zu hohes Gehalt schädlich, denn je höher das Gehalt ist, desto weniger Wechsel wird es geben, desto eher kleben Leute an ihren Stühlen. Perfekte Antwort. Als letzte Frage, Patrick, ich bedanke mich wirklich vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast.